Hallo liebe Menschen, ich würde in dem Video euch ganz gerne mal zeigen, was Räuberei für Honigbienen bedeutet. Ich war gerade hier im Bienengarten, habe eine normale Kontrolle gehabt für die Bienen. Laut meiner regenerativen Bienenhaltung war heute der Tag 14 im Spätjahr und ich kontrolliere gerade meine Bienen im 14-Tages-Rhythmus durch. Da drüben steht eine Brutscheune, das sind meine neuen Home Hive. Das sind die alten Home Hive, die Einraumbeuten noch. Warum ich das Video hier überhaupt mache? Ich habe jetzt die Kontrolle gehabt und innerhalb von 5 Minuten ist hier eine wahnsinnige Räuberei ausgebrochen. Und ich wollte es jetzt einfach mal kurz der Welt zeigen, wie schlimm das eigentlich ist, wenn Honigbienen räubern. Es ist ja leider immer noch so, dass in ganz, ganz vielen Hobbyimkerkreisen das Thema Räuberei teilweise gar nicht ernst genommen wird, dass ein Laie, also ein Mensch, der selber Bienen gar nicht hält, auch da fast sich gar nicht reinversetzen kann, was Räuberei eigentlich bedeutet. Ne? Räuberei im Wortlaut einfach nur, es klaut jemand irgendwas. Ja, so ist es auch. Die Bienen klauen sich gegenseitig Nahrung und das ist durch Nahrungsmangel und einer zu hohen Bienendichte ausgelöst. Um einfach mal kurz diese Schadwirkung an Bienen zu zeigen, durch die Räuberei gehen die halt so auf den Trip. Die sitzen dann auch natürlich sehr dicht zusammen. Genau bei solchen Verklumpungen kann die Bakterienübertragung, Virusübertragung und auch die Varroamilbenübertragung extrem schnell vorankommen. So werden auch die Milben in ganz viele andere Völker reingeschleppt. De facto sind es hier sogar nicht nur Bienen von mir, sondern auch aus der Umgebung, die Tiere, die jetzt durch den Duft angelockt worden sind. Die Zeit mit Honigbienen wird immer schlimmer. Ich kann seit einigen Jahren mittags eigentlich mit meinen Bienen gar nicht mehr arbeiten im Spätjahr. Ich bin umringt von Hunderten von Bienenvölkern. Man muss natürlich sagen, ich bin Berufsimker und ich wandere nicht. Ich habe überall kleinere Bienengrundstücke um meinen Lebensraum aufgebaut, die verbunden mit einer Permakultur. Das Gelände ist leider Bauland, deswegen habe ich mir da nicht mehr so sonderlich viel Mühe gegeben. Da fehlen dann auch diese Permakulturhügel. Aber egal, was ich mache, ist eigentlich die Vernetzung von einem Biotopsystem mit der Permakultur. Und das vernetzt sich dann mit meinen Honigbienen, der regenerativen Bienenhaltung sozusagen. Ja, wie ich ja schon sagte, ich darf eigentlich nur noch abends, kurz vor Sonnenuntergang, hier die Völker öffnen. Das ist im August hier fast nicht mehr machbar, normal mit Bienen zu arbeiten. Man kann auch jetzt diese Räuberei-Probleme schön am Flugloch erkennen. Die, ja, da geht es ums nackte Überleben. Ich zoome mal ran und dann guckt einfach mal, was die Bienen da machen. Die Bienen kämpfen. Und wenn man nicht genau hinguckt, passt man das. Man sieht auch hier schon die ersten Bienen, die absterben durch die Räuberei. Das sieht dann ähnlich aus wie ein normaler Spritzschaden, weil Gift ist Gift. Hier schön erkennbar eine sterbende Biene, nicht am Ackergift, sondern einfach nur gestorben am Bienengift. Also auch hier kann man nochmal ganz deutlich sagen, ja, wenn Honigbienen kämpfen, es ist tödlich. Und wenn es schon für einzelne Bienen, die ihr Flugloch verteidigen, tödlich ist, dann kann man sich auch gerne vorstellen, was passiert, wenn ganze Bienenvölker in Kämpfe geraten. Da überleben tatsächlich in der ersten Phase nur die stärksten und auch die Tiere sind danach eigentlich wirklich gefährdet, weil die Invasion von Varroamilben ist da halt nicht unbeträchtlich und auch andere Bakterien und Viren werden da ganz massiv übertragen. Ja, das Ende vom Spiel ist dann Exitus, ne? Also da hat man dann einfach hunderte von toten Bienen vorm Flugloch und das hat dann auch mit dem Ackergift wirklich nichts zu tun, ist einfach nur Menschen gemacht, zu hohe Bienendichte und auf der anderen Seite zu viele Menschen, die leider ohne große Plan an ihre Bienen gehen. Ich würde auch gerne hier jetzt mitteilen, dass genau wegen solchen Situationen dieser Bienenschein, so wie es ja auch einen Anglerschein gibt, unglaublich wichtig ist, dass einfach die Menschen, die mit Bienen arbeiten,
das sehr sachgemäß machen. Ja, also Fazit von der Geschichte ist, man darf einfach mittags mit Honigbienen gar nicht erst arbeiten. Das ist viel zu gefährlich. Also zumindest um die Jahreszeit. Oder man baut halt ohne Ende Nahrungsmöglichkeiten für die Tiere an, dass das gedämpft ist, bis zum Erliegen kommt. Also alles ist ausschlaggebend über die Nahrungsgrundlage. Wenn wir den Tieren einfach mehr Nahrung geben, dann sind die Kämpfe auch nicht so massiv. Hier bin ich jetzt ganz beruhigt, das ist jetzt gerade ein paar Meter weiter. Also hier scheint die Welt noch in Ordnung. Da kann man jetzt auch nochmal schön sehen, wie intensiv dieser Bienengeruchssinn ist. Wie schnell sie ihre Quellen sozusagen finden, die nach Nahrung riechen. Ja, also hier nochmal zur Wiederholung. Ich habe hier einfach nur 5 Minuten dran gearbeitet und bin hier in einer fast unkontrollierbaren Räuberei. Und das, was ihr hier seht, liebe Menschen, ist der Anfang. Das ist noch nicht mal die Mitte und noch lang nicht das Ende. Wenn sie hier in eine richtige Räuberei reinkommen, dann verliere ich von 19 Bienenvölkern mehr als die Hälfte in wenigen Stunden. Und das ist einfach nur, weil sich die Individuen am Flugloch abstechen. So lange, bis keine Wächter mehr vorhanden sind und dann können alle Eindringlinge in das Bienenvolk rein Honig klauen. Lösen dabei noch mehr Honigdüfte in der Luft aus über der Quelle, also über dem Bienenvolk, wo beraubt wird. Und dann geht das Spiel gerade weiter. Wenn die Bienen einmal auf dem Trip sind, dann kriegt man die da eigentlich nicht mehr runter. Dann sind die halt auf dem Trip und räubern. Was wir dagegen machen können? Für die Nahrung sorgen. Insektenbestäubende Pflanzen. Davon brauchen wir einfach ohne Ende bei uns im Umfeld. Und bitte auch unabhängig, ob die heimisch oder nicht heimisch sind. Zu dem Thema heimisch, nicht heimisch würde ich auch gern einiges dazu sagen. Das mache ich irgendwann in folgenden Videos. Ja, auch hier kann man mal schön sehen. Wie sie die fremden Bienen einklumpen und dann ja auch richtig abstechen. So, ich hoffe, das ist hier schnell wieder vorbei. Hat sich schon gelegt. Vor 10 Minuten war hier im Himmel die Hölle los. Bis zum nächsten Video. Ciao.